Hallo Freunde von Wolof Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen Gefecht eines Schiffes. Ja, das man relativ selten sieht natürlich, und auch diesen Schiffen sollte ein bisschen Aufmerksamkeit gezollt werden. Das hier ist die Stufe 4 Orion, ein außergewöhnliches Schiff. All jene, die kein Imperator Nikolai oder Ishizuki besitzen oder ein anderes Schiff, das ihnen auf dieser Stufe sehr gut gefällt, weil sie spezielle Herangehensweisen oder weil sie spezielle Attribute haben, dem kann ich tatsächlich nur hier diese Orion empfehlen. Oha, jetzt habe ich mich hier... Ah, Hilfe! Verklickt! Da, diese Orion empfehlen, denn ist ein britisches Schlachtschiff auf Stufe 4 und ja, wie gesagt, oh, Stufe 4, zu Hilfe, warum so eine niedere Stufe? Ja, weil es auch mal angenehm ist, da zu fahren. Und Stufe 4 immerhin, es gibt nur 10 Stufen. Würdet ihr immer Stufe 10 fahren? Könnt ihr natürlich auch machen. Spaßig, historischer und auch, wie ich finde, entspannender, um sich nebenbei ein bisschen zu unterhalten, ist auf jeden Fall Stufe 4, Stufe 5, Stufe 6 und traurigerweise ist da teilweise auch mehr Action. Ja, ich muss zugeben, auf dieser Stufe sind die CVs eine kleine Pest. Es gibt zu viele davon. Hier sind es 2 und 2 pro Stufe. Und übrigens, eingesendet wurde dieses Gefecht von Berlin Hawk vom Clan FTD. Aber die CVs sind natürlich eine Plage. Viel entgegenzusetzen hat man ihnen auf dieser Stufe nicht. Die Anti-Air ist bescheiden oder nicht vorhanden. Meistens zweiteres und sonst ganz stark ersteres. Dementsprechend muss man die Flugzeugträger hier ertragen. Das, glaube ich, trifft es ziemlich gut. Eine schlechte Spiellösung dafür, vor allem weil es 2 und 2, also 4 Stück sein können als DD, unangenehm. Aber mit dem Smoke handelbar und je nach DD einfacher oder schwieriger vom Spielstil her. Wie heißt das? Hide and Seek. Verstecken, überleben am besten und dann einen Haufen Schaden noch machen. Hier im Schlachtschiff haben wir natürlich unseren TP-Pool, der uns schützt, quasi, dass wir nicht direkt rausgehen. Und das Spezialmanöver der Orion. Manöver ist jetzt mal. Sagen wir, das Allheilmittel der Orion ist tatsächlich die Hai. Wir haben hier auch britische Ape, aber die Hai hat 40% Brandwahrscheinlichkeit mit den 343 mm. Das ist natürlich praktikabel. Ihr kennt die britischen Schlachtschiffe nicht, alle sind gut. Stufe 5, 4 ist dann nicht mehr so prall. Wobei, Stufe 5 ist eigentlich auch noch, glaube ich, gut. Stufe 6 ist von der ist Queen Elizabeth. Die hat nicht mehr so eine hohe Brandwahrscheinlichkeit im Vergleich zum Kaliber Stufe 7. King George V. Der hat dann wieder super Brandwahrscheinlichkeit. Die Monarch, eher meh, in Kombination mit allem anderen im Vergleich. Dann zu Lion, die ist wieder Bombe und der Conqueror ist natürlich auch wieder Bombe. Die Orion, naja, wie gesagt, gute AP, gute Haie. Der große Vorteil ist nicht nur die Haie, ist auch die AP, die britische, denn die hat ja eine kürzere Zündzeit. Bedeutet, wir machen nicht so viele Overpenetrations wie mit vergleichbar anderen Schiffen. Meistens auf Kreuzer von Stufe 4 oder Stufe 5, wenn sie Breitseite zeigen, wenn ich richtig gezielt hat. Overpen, Overpen. Hier machen wir tatsächlich Penetrationen. Und jetzt machen wir genau gleich 3 Overpens. Ja, war auch zu hoch gezielt. Aber ihr wisst, was ich meine. Kürzere Zündzeit bedeutet, dass die AP-Granate weniger Zeit in der Panzerung verbringen muss, also auf dem Weg durch das Schiff, durch die Panzerung, um scharf zu werden und zu detonieren. 0,015 Sekunden im Gegensatz zu 0,030 Sekunden oder 3 Sekunden, also 0,03 Sekunden, sprich ist die Hälfte der Zeit, dass sie scharf wird. Wunderbar, 12.000. Es ist brutal. Und die Orion, wie gesagt, auf dieser Stufe braucht es dabei nicht so viel hohen Schaden, um gute Ergebnisse damit zu erzielen. Übrigens, hier sehen wir die Phoenix. Das ist meiner bescheidenen Meinung nach einer der stärksten Kreuzer auf der Stufe, wenn man ihn richtig fährt. Die ist wirklich sehr, sehr stark. Da kann auch die Omaha nicht mithalten auf Stufe 5 oder die Königsberg auf Stufe 5 gegen diesen Stufe 4 Kreuzer. Wenn ihr die Möglichkeit habt, testet sie mal aus. Fahrt sie so ähnlich wie die Omaha bei Scharke oder Murmansk bei mir. Dann werdet ihr hier Ergebnisse von 40.000, 50.000 könnt ihr da locker machen. Manchmal ist sogar ein extraordinäres Ergebnis mit 80.000, 90.000 drin. Je nach
Zusammensetzung, und das ist das Wichtigste, des eigenen und des Gegnerteams, und je ausgeglichener die Gefechte, und das ist zum Glück hier der Fall, also vielleicht nicht bei diesem Spiel, aber auf Stufe 4 und 5, desto besser. Je länger das Gefecht geht, desto besser. Mit ausgeglichen meine ich nicht, dass hier alles Unikum-Spieler dann unterwegs sind, nein. Das können auch alles Anfänger sein. Aber wichtig ist, dass immer auf beiden Seiten gleich viele Anfänger sind. So quasi, dass das Gefecht lange geht. Und je inkompetenter die Leute sind beim Schaden machen, desto mehr Zeit habt ihr, den Schaden zu machen. Das ist natürlich das Perfekte. Zusätzlich, oh Gott, nein. Also gut für uns, schlecht für den Gegner. Die Längli auf unserer Seite ist nach vorne gekommen. Die hätte sich wahrscheinlich eine bisschen bessere Position hier suchen müssen. Das ist auch ein Problem von zwei Flugzeugträgern. Natürlich decken die Flugzeugträger sich auch gegenseitig auf. Wie gesagt, vorher schon erwähnt, die AP, die ist mächtig. Wir haben hier 5x2, 343 mm. Das bei einem Reload von 30 Sekunden. 4 Overpens, weil die hier ziemlich einfach gepanzert sind oder leicht gepanzert. Meistens Umbauten von normalen Schiffen. Weil die Langley-Klasse, die kennen wir doch. Oder die Langley, der Flugzeugträger, den kennen wir. Auch die Wyoming versucht ja zu fliehen. Lusano und Phoenix. Warum haben die keinen Bock hier anzugreifen gegen... Es ist 4 gegen 4, wobei natürlich die Hermes noch da ist, aber das ist halt dem geschuldet, dass beim Gegner die Schiffe ein bisschen, naja, aggressiver gefahren sind. Tief genug zielen, nicht in die leichten, also auf den Schiffsrumpf zielen, unterhalb der kaum vorhandenen Aufbauten für Zitadellen, auf keinen Fall auf dieses Zwischendeck, wo die Flugzeuge unter Deck gelagert sind, zielen, da man sitzt, das ist alles leicht, das sind alles Overpenetrations, sondern richtig tief hier ziehen. Oh, und Raimond, den müsste man theoretisch, oh, den müsste man bestrafen. Ah, auf 9 Kilometer eine Breitseite Phoenix, das ist, das wäre ein gefundenes Fressen. Ich verstehe schon, dass die Längli hier das vordergründige Ziel ist, weil Flugzeugträger immer verhasst sind und mega lästig, aber die Phoenix muss raus, komm. Die Langley fährt davon, sie wird es aber zeitlich nicht schaffen. Wichtiger wäre, die Phoenix und die Giussano rauszunehmen. Ja, 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 ja. Komm. Komm, Berlin Hawkins. Ja, gut, da hat sie ja Kansas B gemacht. Auch ein wunderbares Schiff ohne Flugabwehr. Und die Giussano. Hm? Die Giussano wäre es jetzt. Aber na gut, ich sehe schon. Ich sehe, ja, das ist es, weil die hat Torpedos. Sehr gut, da wurde eine Zitadelle geschossen. Da ist natürlich der fette Schaden drin, aber mit den vorderen zwei Türmen könnte man ruhig auf die Giussano schießen und mit den hinteren dann auf die Längle und vielleicht könnte man dadurch sogar einen Doppelschlag machen. Jeder fährt natürlich, wie er möchte. Zusätzlich zeigen wir hier Perseus 75, sehr viel breit. So, jetzt wird es aber Zeit, da gibt es jetzt keine Ausrede mehr. Die Giussano ist in Schlagweite und danach müssen wir hart links eindrehen. Sollte sie vielleicht vorher schon... Ja, die Vollzahl wäre jetzt nicht gebraucht, aber wir kennen die Streuung der Schlachtschiffe und die Streuung generell im Spiel. Ultra lästig, ultra zufällig, deswegen halt auch Streuung und RNG. Ja, sicher ist sicher. So, die Giussano hat auf die Arkansas B getorbt. Hin und wieder frage ich mich, warum Spieler nicht die Schiffe beschießen, die direkt vor ihnen sind und eine theoretische Gefahr sind, wenn man ihre Bewaffnung in Betracht zieht. Natürlich kann man nicht wissen, dass eine Giussano hier lieber eine Arkansas B, die viel leichter zum Ausweichen, also die viel leichter ausweichen kann, beschießt, als auf die Orion hier vorne zu torpedieren. Natürlich kriegen wir die Orion nicht raus und die Arkansas B, wenn die raus ist, wäre für unser Überleben auch zuträglich. Aber ich hätte dann da doch höhere Wahrscheinlichkeit. Und da ist eine Nikolai mit drin. Starkes Schiff, habe ich es ja kurz an. Ne, also höhere Wahrscheinlichkeit auf mehr Schaden, weil die Torpedos halt treffen. Vielleicht wollte die Giussano hier einen brutalen, oh, das tut so weh, wenn man das sieht, ne. Clemson, auch sehr starker Zerstörer auf der Stufe. Torpedos, nicht der Rede wert, außer man kommt nah ran. Dann, ja, man sieht's. Die Kanonen, brutal. Brutal. Hm? Smoke und Kanonen, AFD und PFD geskillt, solange es noch geht, dann geht's richtig rund. Ja. Nikolai ist dementsprechend ein stärkerer Gegner als die Wyoming. Gegen die Wyoming könnte man anwinkeln, wäre die Panzerung hier was wert. Das ist halt der Nachteil der Briten. Die tanken eben anders. Die tanken mit dem Schaden. Ab Stufe 9 hat man dafür den Superheal. Sieht es auch gut bei Conqueror-Spielen von mir, den ich in letzter Zeit immer häufiger fahre, weil spaßig. Da denkt man, gut, manchmal habe ich auch 2,5 Millionen potenziellen Schaden, aber halt dann 150.000 einfach mal geheilt. Das ist nicht wenig. Das ist fast ein zweifacher Conqueror und ich überlebe das dann auch noch.
Das ist brutal. So, Wyoming zeigt immer noch breit. Und das ist eben auch das Schöne an diesen Spielen. Man macht einfach sehr viel Schaden, obwohl viel weniger Trefferpunkte im Spiel sind. Schau doch das an. Ja, ich gebe es zu. Man könnte es Robbenklatschen nennen. Wenn man das mit einem 19er Kapitän macht. Mit der Erfahrung ist es natürlich auch so, dass man gegen Anfänger spielt. Das ist auch klar. Aber soll ich, weil ich 9000 Gefechte habe, mir selbst verbieten, in der Schiffsregion oder in der Stufe nicht mehr zu spielen, die mir persönlich am besten gefällt? Mache ich das nur aus dem einen Grund, um eine Stats hier zu verbessern, dann ist die Anklage des Robbenklatschens natürlich mehr als gerechtfertigt, das ist klar. Wenn man das aber macht, weil es einem Spaß macht, außerdem kann man ja auch 9000 Gefechte haben und immer noch nicht besonders gut, das geht ja auch, dann ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Ich mag diese Gefechte, weil die Reichweite nicht so extrem ist. Im Vergleich die Aufdeckungsreichweite höher ist als auf den höheren Stufen. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten hier mit den Schiffen. Ja gut, geben, aber irgendwie so. Der Spielstil des Campens ist nicht so weit verbreitet. Man ist langsamer und fährt dementsprechend früher nach vorne. Dieses Gesnipe auf 28 Kilometer ist weg. Dafür sind natürlich auch die Karten kleiner. Man hat einfach das Gefühl, dass man trotz der geringen Geschwindigkeit einfach mehr fährt, aktiver fährt. Und das verleitet natürlich auch Spieler, die das nicht im Blick haben, noch früher reinzufahren. Ja, und ganz unter uns, in manchen Stufe 10 Gefechten frage ich mich, wo die Expertise, die Erfahrung der Spieler nach 5000 Gefechten hin verschwunden ist, weil wenn ich mir dann Stufe 4, Stufe 5 Gefechte anschaue, wo ein Anfänger mit 300, 400 Gefechten rumfährt, da sieht man nicht enorm viel Unterschied. Natürlich ist das nicht in allen Gefechten so. Es gibt in manchen 5er und 4er Gefechten Leute, die echt super spielen, so wie es in manchen 10er Gefechten natürlich auch Leute gibt, die sehr, sehr super spielen. Ohne auf 30 Kilometer oder 50 Kilometer zu snipen, und dann wegzufahren, nur um den höchstmöglichen Schaden zu machen, aber sein eigenes Schlachtschiff nicht in die Schusslinie bringen, weil jedes Quäntchen könnte ja noch zählen. Da gibt es auch Spieler, die dennoch, obwohl sie gut sind, guten Schaden machen, aber dann gleichzeitig sagen, gut, ich verzichte auf 50.000, 60.000 gemachten Schaden, dafür denke ich 3 Millionen potenziellen und schaue, dass mein Team ein bisschen länger überlebt. Quasi die Rolle eines Schlachtschiffs nicht nur als Standgeschütz ausfahren, sondern eben auch als schwer gepanzertes und der Mechanik entsprechend sich wieder heilendes Schlachtschiff, das quasi den Beschuss für die eigene Flotte ein bisschen aufnimmt, damit Kreuzer oder DDs, die sich nicht heilen können, nicht so rangenommen werden. Na, wie gesagt, das ist alles eine Frage der Einstellung und des Spielstils. Man muss schlussendlich alles nehmen, wie es ist, das ist klar. Man kann natürlich sich darüber ärgern, das ist immer kostenlos, sage ich immer dazu. Aber man muss sich dennoch auf Steam einstellen. Wenn ich sehe, dass eine Yamato hinten sniped, dann, wenn es teamdienlich ist, dann werde ich für sie spotten. Sobald ich das Cap eingenommen habe, dann werde ich mich aber verziehen und wieder was anderes teamdienliches machen. Und wenn die Yamato dafür dann keinen Spot mehr hat, um Bow-On auf andere Schiffe zu schießen, dann muss sie halt selber weiter nach vorne fahren oder mit mir mitkommen. Da muss sie sich dann einstellen, ne? Wie gesagt, wenn es teamdienlich ist. Wenn ich sehe, dass die Yamato auf der anderen Seite drüben massiven Schaden machen kann, weil sie in die Breitseite schießt, dann spotte ich ihr auch auf meiner Seite noch was. Wenn sie das denn auch macht und auch was trifft. Ansonsten muss sie weiter nach vorne fahren. Ja, bin ich kein Unmensch, sagen wir mal so. Schlussendlich ist es immer nur noch ein Spiel, das Spaß machen soll. Ich finde, auf Sieg fahren finde ich immer besser als auf eigenen Schaden. Manchmal allerdings, man kennt es, kommt die Frustration so durch, dass man nach 5 Niederlagen auf dem ersten Platz mit überdurchschnittlichen Schaden und versucht guten Teamplay, einfach sagt, scheiß drauf, heute geht's halt einfach nicht. Dann fahre ich zu Beginn ein bisschen gehemmter und schaue mir das an, was das Team macht. Und wenn ich sehe, dass hier ziemlich schnell alles stirbt, dann muss ich halt drauf reagieren. Im Schlachtschiff muss ich dann nach vorne fahren, extrem, um so viel Schaden machen wie möglich. Im Kreuzer muss ich dann vielleicht die Flanke wechseln und schauen, wie ich da an meinen Schaden und an meine Punkte komme. Aber das merkt man relativ schnell in vielen Gefechten, ob das wieder so ein 6 bis 9 Minuten Gefecht ist, weil das Team wegstirbt,
oder ob es ein schön ausgeglichenes Team ist, die Leute sich ein bisschen positionieren, auf den Spot warten, wenn er jetzt momentan nicht da ist, anstatt rein zu YOLOen, oder vielleicht der DD erstmal außen rum fährt, um das Cap zu holen oder zu schauen, ob da was ist, um dann den Kurs, den man schon kennt, einschlägt, damit er das Cap sich auch holen kann. Dann kann man sich als Kreuzer schon hierher positionieren. Ist gut, dass der Kreuzer dann auch sieht, oh, dass der RD sieht, der Kreuzer positioniert sich näher am Cap. Das bedeutet, jetzt habe ich erst außen gescoutet, dann kann ich jetzt ins Cap fahren, weil ich hier Unterstützung bekomme. Wie gesagt, das sind alles Dinge, die, naja, helfen, die anzeigen, die nicht nur etwas rein durch das, dass man es macht, für Feind und Freund inkludieren, dass andere Dinge möglich sind. Oh, da kommt nochmal ein guter Schaden hier an. Sondern es sind auch Statements. Wenn die Leute auf die Karte schauen und die Positionierung der Schiffe sehen, dann können sie sich ausrechnen, was möglich ist. Was beabsichtigt dieser Spieler damit? Dafür muss man kein Unikum-Spieler sein. Dafür kann man ein ganz normaler Spieler sein mit ein bisschen Verstand. Jeder, der in der Kindheit schon einmal, na gut, Dame Mühle gespielt hat, sagen wir Mensch, ärgere dich nicht, gespielt hat das Brettspiel, der wird wissen, dass man mit der ersten Figur nicht direkt reinfährt und dass man einen Vorteil hat, wenn man viele Figuren auf dem Feld hat, anstatt vielen Figuren schon nach Hause ins Ziel gebracht hat. Man ist halt viel flexibler und agiler, kann den anderen Leuten mehr auf den Sack gehen. Darum geht's in Mensch, ärgere dich nicht nur mal. Oder habe ich das falsch verstanden? Da geht es doch darum, andere Leute zu ärgern, damit man ihnen sagen kann, Mensch, ärgere dich doch nicht. Und dann schlussendlich kann man damit allen fast auf einmal reinfahren. Oder man stellt zuerst nur maximal zwei rein. Ne? Ein bisschen Obacht auf die Umgebung. So wie im Straßenverkehr. Muss man auch mehr auf die anderen Leute schauen, als auf sich selbst. Wenn man jetzt nicht der schlechteste Fahrer der Welt ist, damit keine Unfälle passieren. Genauso ist es auch hier im World of Warships. Man muss ein bisschen mehr auf die anderen schauen. Auf das eigene Team und auf den Feind. Weil einerseits sind das halt mehr Leute und andererseits ist das wichtig für Sieg oder Niederlage. Ja, machen wir einfach. Schau doch das an. Schau doch das an. Oh, die Orion hat aber gute Flugabwehr hier. 35 Flugzeuge abgeschossen, Stück für Stück. Ja, im Vergleich zu höheren Stufen macht der Flugzeugträger auch viel, viel weniger Schaden. Muss man auch sagen. Hier stellt sich die Frage meiner Meinung nach nicht, ob ich die zwei Torpedos des Flugzeugträgers nehme oder die feindliche Schlachtschiffsalve, weil ich breit zeigen müsste, um den Flugzeugen auszuweichen. Ich nehme einfach die Torpedos. Wen interessieren diese 3.000, 4.000, aber die 15.000 vom feindlichen Schlachtschiff, die interessieren, wenn er gut trifft und da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dann doch ein bisschen mehr. Beim Kreuzer ist natürlich wieder eine andere Geschichte, da hat man weniger Trefferpunkte und kann nicht heilen. Aber das eruieren wir dann in einem Kreuzergefecht oder live in einem Stream. Gedenkt oder denkt immer daran, macht beim Gewinnspiel mit, sein Adventskalender oder ein Adventkalender. Und am Strich, egal, was heißt eigentlich Adventkalender und nicht Adventskalender. Ich glaube, umgangssprachlich stört sich dann da niemand dran, auch wenn ich es... Habe ich es richtig geschrieben oder nicht? Es ist unwichtig, das wollen wir auch nicht. Aber wird immer sonntags verlost und habt immer Zeit unter der Woche bei allen mitzumachen bis Sonntag. Da. Wir feiern übrigens dann auch die 10.000 Abonnenten auf YouTube, dementsprechend mit einer großen Verlosung. Da denke ich mir noch was aus. Das wird ein bisschen... Ja, da müsst ihr ein kleines bisschen was für machen. Aber nicht liken und so ein Scheiß, sondern das wird ein etwas, was euren Grips fordert, ein bisschen. Ja, muss man, ich werde ein paar Buchstaben werde ich wahrscheinlich verstecken. Und damit müsst ihr dann das Losungswort formen. Und bei der Verlosung ziehe ich die Leute und die werden mir dann das Losungswort zukommen lassen und dann gewinnen sie fette Preise. So werden wir das machen. Habe ich mir mal überlegt. Dass nicht immer so rausgehauen wird, sondern dass man hier auch mal die Möglichkeit hat, was nicht zu gewinnen. So sind natürlich die Chancen ein bisschen ausgeglichener und vor allem belohnender für die Leute, die sich das antun und für die, die sich das nicht antun. Ja, das ist eine andere Geschichte. So, 152.000 Schaden. Übrigens beim Eventkalender Verlosung kann jeder mitmachen, da gibt es keine Voraussetzung. Deswegen machen wir es mal so. 152.000, ja, ihr habt es ja gesehen, ne? Berlin Hawk hat hier richtig abgeschraubt. 152.000 ist brutal auf dieser Stufe. Das kann man gar nicht mit Stufe 10 vergleichen. Ich glaube, niemand hat bisher mal ein vergleichbares Ergebnis für Stufe 10 gebracht. Also, das ist kein 300.000er Match, das ist wahrscheinlich schon fast ein 500.000er Match. Man muss sich ja richtig abstrampeln. Man muss das mal in Verhältnis setzen zwischen Alpha-Schaden der Schiffe hier, dann, also Anzahl ist immer gleich, und Trefferpunkte der Schiffe hier,
Und natürlich auch die Zusammensetzung, weil auf Stufe 10 werden andere Klassen häufiger bedient als auf Stufe 4, könnte man meinen. Wäre mal interessant. Der ausführliche Bericht, wir haben es gesehen, wenig mit Hai geschossen, obwohl die 40% Brandwahrscheinlichkeit tatsächlich nicht schlecht sind. Aber die AP, die hat geregelt. Wie schon erwähnt, die Briten AP gut für diese niederen Stufen mit den extrem leicht gepanzerten Schiffen. Ansonsten macht man Overpenetrations ohne Ende und das ist mehr als nur frustrierend. Deswegen wird auch von manchen auf Stufe 3 empfohlen, mit dem Schlachtschiffkaliber auf Kreuzer mit Haie zu schießen, weil man da auch Haie, also Zitadellen macht und ansonsten Angst hat, dass wenn nicht gerade die am besten gepanzerte Stelle, also die Zitadelle, getroffen wird, das Ding einfach durchs Schiff durchrauscht und nur eine Overpen macht und dann ist man natürlich dementsprechend enttäuscht. Ist von Schiff zu Schiff natürlich auch unterschiedlich, das ist klar. Mündungsgeschwindigkeit, Penetrationswert, Gewicht der Granate, Luftwiderstand, gut, der müsste bei allen gleich sein, hängt von der Form der Granate ab. Es geht zu weit. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden. Dankeschön, Berlin Hawk. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Dankeschön an euch und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.